Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wasteland Teil 2. Wir befinden uns immer noch in der Stadt Rodia und hier oben im Norden war der Brunnen, den habe ich jetzt ausfindig gemacht. Hier ist er. Muss ich mal gerade schauen. Da ist der Kletterhaken. Verwenden wir den nochmal. Mit dem Brunnen. Bang! Jede Menge Erfahrungspunkte. So, lass uns mal lesen, was wir da gefunden haben. Eine Leiche hängt am Ende eines Hakens. Alles in den Taschen in der Leiche ist komplett durchnässt, sodass die Notizen, die er bei sich trug, nun unlesbarer Brei sind. Allerdings hinterließ er eine bessere erhaltene Nachricht, mit tiefen Schnitten in seiner Brust geschnitzt. Sind die Worte, ich starb für die Zukunft. Es sieht wie ein toter Synthet aus. Sein künstlicher Arm ist rostig und sein Körper ist bleich und aufgedunsen. So wie es aussieht, ist das einer von diesen Cyborgs und die wollten mit Absicht die hier umbringen, mit der Seuche. Mit Ausnahme der Stelle, an denen die Würmer wie schleimige, zuckende Quallenarme aus seinem schwarzen, nekrotischen Bauch hängen. Du hast nichts von diesem Wasser getrunken, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Unfall war. Okay. Beweis haben wir schon mal. Gehen wir zurück zum Dog. Geht's lang? Hier geht's lang. Müsste das Gebäude gewesen sein, oder? Ne, das Gebäude. Genau. Beenden wir diese Seuche. Hallihallöchen. Ihr habt einen weiterentwickelten im Brunnen gefunden. So ist es. Verflucht. Es ist verdorben. Zumindest habt ihr die Ursache der Verseuchung entfernt. Jetzt müssen wir nur noch die verbleibenden Parasiten im Wasser loswerden. Nehmt diese desinfizierte Lösung. Wenn ihr sie in den Brunnen werft, sollte es ihn reinigen. Und in der Zeit, bis ihr wieder hier seid, sollte ich das Heilmittel parat haben. Okay. Dann kommen wir gleich wieder. Und wieder nach oben. Hin und her gerannt ist das hier. Da sind wir noch gar nicht gewesen, ne? Sehe ich gerade. Was gibt's denn da noch? Feuerin. Okay, jemand Bestimmtes. Ein Earl. Danke, dass ihr die Lederlappen vertrieben habt. Ein Schloss. Oh, 100%. Das ist easy. Da ist auch wieder ein Schloss. Oh, was ist denn hier passiert? Dieses kleine Mädchen ist nicht durch Gewalteinwirkung gestorben. Es sieht so aus, als ob sie krank war. Ah, okay. Hier ist eine Seuche ausgebrochen. Alles klar. Ein Schloss an dieser kleinen Kiste, okay. Handgranate, sehr gut. Sehr, sehr gut. Rote 9 auf schwarze 10. Wovon redet der da? Diese Karten können die Zukunft vorhersagen. Sie sagen mir, dass ich nie gewinne. Rote 9 auf schwarze 10, ob das später nochmal wichtig ist. Lever. Oh. Die arme Frau sieht ziemlich übel aus und glüht förmlich. Sie wacht nicht auf, als du sie schüttelst.
Danke, dass du unsere Stadt gerettet hast. Ja. Ich wäre alleine gerne mit unserer Frau. Dann bleib mal schön alleine. So, wir zoomen was hoch. Wir müssen dahin. So, und du hast das Zeug bekommen. Wo ist es? Schmerztabletten? Nee. Desinfektionsmittel. Hotkey. Benutzen. Sehr gut. Ab in den Brunnen. Und wieder zurück. Was ein Hin und Her. Habt ihr das Desinfektionsmittel in den Brunnen gegeben? Aber sicher doch. Fantastisch! Alles, was wir tun müssen, ist rund einen Tag zu warten und das Desinfektionsmittel wird alle Parasiten töten. Falls irgendwer von euch vom Brunnenwasser krank geworden ist, ich habe das Heilmittel einsatzbereit. Ihr müsst es euch nur melden. Warum sollte ich Wasser benutzen, wenn wir in diesem Kartenteil kein Wasser mehr brauchen? Und ich habe auch die Katzenstreu, die ich euch versprochen habe. Hier habt ihr sie. Yay! Heilst du mich auch umsonst? Handlung geht aufs Haus. Ja, hervorragend. Hier, ihr solltet jetzt in Ordnung sein. Gehabt euch wohl, Freunde. Oh ja. Und wir schauen nochmal oben. Da hatte, glaube ich, auch noch einer Katzenstreu. Das war der, der uns auch die Handgranate gegeben hat. Der erzählte auch noch was davon. Oder war das der da drüber? Auf jeden Fall waren hier zwei Stück. Einmal Map, dann seht ihr, wo ich am Rennen bin. Das ist noch nicht zu Ende. Da muss ich wohl nach einer Woche, nach einem Tag nochmal hin. Das reicht nicht aus. Ups. Die sind nicht da. Die sind nicht da. Wo könnten die sein? Wer ist das hier? Da war doch gerade einer. Jess? Wer war Jess nochmal? Quatschen wir sie einfach mal alle an. Okay. Das hilft uns nicht weiter. Ein Bauer. Ja, vielleicht haben die ja auch so ein bisschen hier so ein Eigenleben und irgendwohin. Das ist ein Bauer. Auch ein Bauer. Das hilft uns nicht weiter. Ja, was hat das mit Satan auf sich? Ich habe keine Ahnung. Ja, Satan, bleib einfach mal da, wir töten dich nicht, du tust uns ja auch nichts. Bäuerin. Jede Menge Krimskrams, haben wir das schon geplündert. Hey, eine Falle! Ach du Scheiße. Mal was näher ran.
Wieder eine Falle. Warum sind da Fallen drin? Greifen die mich an, wenn ich da irgendwie die auslöse? Die knacke sozusagen. Bäm! Time aus. Verbranntes Buch, Kaffeebecher. Motorradhelm. So sieht's auch aus. Alles klar, aber ein bisschen Munition, das ist ja schon mal gut. Mitkommen. Gehen wir mal hier schauen. Wir sind hier auch hier reingegangen. Ein Schloss, das noch nicht geknackt worden ist. Ah, weil wir zu niedrig waren, ne? 35. Ja komm, machen wir mal Quick Save. Zu 3 Chance. Das muss doch machbar sein. Ach, kritischer Fehler. Es war ja sowas von klar. Grrr. Hm? Warum ist das auf? Geh schnell rein. Habt ihr gesehen? Es war auf. Schweinerei, da ist wohl gerade einer durchgegangen. Komm, gib alles. Versagt. Du hast keine Punkte mehr, ne? Nö. 7. Yay. Victory. Was haben wir denn hier drin? Da hinten ist ein Tresor. Wieso hast du keinen... Ah, doch, hast du. Okay. Ein Zahlenschloss und eine Falle. Und Fallen können wir leider noch nicht sehr gut entschärfen. Ja, da habe ich vor dem kritischen Fehler mehr Angst. Dann löse ich lieber die Falle aus. Und kriege keinen kritischen Fehler. Und den Safe kriegen wir so auf. Röhre, Pocket Protector und ein bisschen Munition, die ich nicht mehr brauche. Können wir verkaufen. Schade. Schade, schade. Bei ihr hatten wir ja Katzenstreu gefunden. Was habe ich da hingeworfen? Eine Kampfweste? Ja, nimm die mal ruhig mit. Willa, redest du mit mir? Nein, tust du nicht. Warum nicht? Okay, haken wir das hier auch als erledigt ab. So, jetzt sage ich mich, wo sind die zwei anderen hin? Die hatten irgendwo hier ein Haus. Ich glaube, es war das hier. Kommt hier? Ja. Im Gänsemarsch. Halt. Wer bist du? Ein Bauer. Noch ein Bauer. Noch ein Bauer. Beinahe. Nee, das ist die Bank. Nee. Okay. Was ist vielleicht das Haus? Oder das Haus? Wir schauen mal. Vielleicht sind sie auch in die Kneipe gegangen. Da, Virgil. Und Dante. Ich glaube, die waren das gewesen. Reden wir nochmal mit Dante. Das habe ich mir nur dabei gedacht, Virgil. Vergiss es einfach. Für mich ist die Sache abgeschlossen. Wir sind noch hier und es gibt noch kein böses Blut zwischen uns, oder? Nein, kein böses Blut. Ich danke dir. Gut, mehr Tequila? Danke, dass ihr Beatrice aus der Stadt vertrieben habt. Jetzt sind Dante und ich wieder, wo wir hingehören. Nope, ich hätte gerne ein paar Kartoffeln. Wieso können wir hier nichts machen? Ah, mit Dante können wir reden. Katzenstreu, wusste ich's doch. Danke nochmal, Rangers. Ich bin nun wieder dort, wo ich hingehöre. Wir haben gehört, dass du vielleicht etwas Katzenstreu für uns übrig hast. Ihr habt Katzen? Wundervolle kleine Dinge, oder? Fangen Mäuse und Ratten und obendrein sind sie noch echt niedlich. Naja, jedenfalls, ihr habt Dr. Horschata geholfen und es sieht so aus, als wäre die Stadt auf dem Weg der Besserung. Also hier ist euer Katzenstreu. Ich hoffe, eure Katzen freuen sich. Macht's gut. Jo,
Genau. Jetzt wollen wir gerade noch mal schauen, wieso habe ich das immer noch... Ah, das ist nämlich jetzt verschwunden. Okay. Nämlich das mit der Seuche ist geklärt und wir haben die Belohnung dafür von ihm bekommen. Stand aber nicht bei der Information mit drin, ne? Das muss man behalten haben. Dann lass uns hier unten noch mal ein bisschen Handel treiben. Der hat ja so viel Muni, glaube ich. Und dann bewegen wir uns auf der Weltkarte mal... Ja, entweder hier hinten zu dem Bordell, da war ein Hilferuf. Santa Monica war ein Hilferuf. Und beim Zahnarzt sollten wir auch irgendwas machen. Okay, das war die Bauernfarm. Hollywood ist noch zu weit weg. Was war das? Ein Stocker? Kauft ihr etwas? Aber sicher doch. Erstmal kannst du allen Schrott haben. Verkaufen. Dann schauen wir mal durch. Rodia-Ticket. So, das behältst du mal. Die Muni auch. Den Motorradhelm kannst du haben. Katzenstreu brauchen wir. Eine Funkeinheit auch. Ja, die Sturmgewehrmunition gebe ich mal. Gebe ich mal dir. Du hast noch genügend Munition. Hier, die kann verkauft werden. Brauchen wir nicht mehr. Puh. Ja, wir haben echt Munitionsmangel. Du hast davon gar nichts, ne? Ach, Schande. Nur weil ich diesen Fehlkauf letztens gemacht habe. Kampfweste kann weg. Verkaufen. Ja, wir haben wenigstens ein bisschen Geld wieder. Müssen nur noch einen Händler finden, der uns da ein bisschen Muni für gibt. Ansonsten sieht das in Ordnung aus. Ja, die Munition, die ich haben will, hast du nicht. Dafür müssen wir in eine andere Stadt. Also machen wir einen Zwischenstopp in... Du hast so viel Gewicht, hast du das Katzenstreu. Du hast das Katzenstreu. Gehen wir mal ab. Damit haben wir 4 Katzenstreu und wir brauchten 7. Aber damit ist Chojin voll überladen. Wo genau muss das Katzenstreu hin? Das musste doch rüber zu dem, oder? Versucht, rüstet die Strahlenanzüge aus. Dann Griffith Pass, hinter der natürlichen Wand aus Radioaktivität, bla 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 bla. Mit Zut für Benzin, Material, Strahlenanzüge. Dann benötigen wir 56 von Katzenstreu. Dann würde ich sagen, bringen wir das gerade mal dahin, also wieder zurück nach Santa Fe Springs, unserer Basis. Damit ich ein bisschen Platz habe, weil unsere Rüstungen sind leider etwas schwer. Aber das wiegt ja schon ordentlich, dieses Katzenstreu. So, einmal nach Santa Fe bitte. Schnellreise. Du auswählen. Ja, ich hätte auch vorher anziehen müssen. Das darf ich nicht vergessen. Dieses Medaillon, damit ich 2 Naturbusche mehr habe. Bruder Thomas. Hallo. Ein großer, bärtiger Mann in abgetragener Kampfrüstung wartet auf euch. Ein Maschinengewehr in seiner Hüfte. Sein Gesicht ist streng und hart. Einer Granitstatue gleich und sein Haar ist lang und grau. Eine Brille sitzt stramm auf seiner sonnenverbrannten Nase. Mein Name ist Neil Thomas. Wenn ihr das seid, was ihr behauptet zu sein, bin ich hier, um mich anzumelden. Hä? Hoffentlich ist das kein Verräter. Du hast unsere Rekrutierungsnachricht gehört? Öhö. Als der alte Sender in Rodia wieder anfing zu senden, wenn ihr wirklich entschlossen seid, diese Stadt zu säubern, bin ich interessiert. Besonders, wenn ihr gegen die Miliz Gottes vorgeht. Wir sind die Desert Rangers und wir sind hier, um die Menschen zu beschützen und vor Gerechtigkeit zu kämpfen. Nun, das kann jeder sagen, aber wenn ihr mich aufnehmt, nehme ich euch beim Wort. Solltet ihr euch als Plünderer oder Hochgesinnte schlechter entpuppen, verlasse ich euch im Nu. Und wir kämpfen vermutlich als nächstes. Okay, gegeneinander, aber muss man aufpassen, darum will ich dich nicht unbedingt beihaben. Meine Truppe ist auch ein bisschen hinterhältig und tötet mal.
Ihr seid von der Miliz Gottes angenervt? Vielleicht hat er Informationen. Ich war ihr Mitläufer, bin eingetreten, als sie sagten, dass sie die Welt verbessern wollen. Das war eine Lüge. All ihr Gerede über Gott und Gutes zu tun, ist nur eine Ausrede, jeden zu töten, der ihnen in die Quere kommt. Sie töten für Macht, sie töten aus Gier, sie töten aus Gefallen am Töten. Ich töte ein paar von ihnen bei meinem Ausstieg, aber nicht genug. Tötete. Okay. Bei weitem nicht genug. Du bist aber nicht so verrückt und fängst an, auf Priester zu schießen, sobald du sie siehst, oder? Ich bin ein guter Soldat. Ich folge dem Befehl. Ich werde so lange nicht schießen, bis ihr mich schießen lasst. Aber wenn ihr Partei für diese Heuchler ergreift, bin ich verschworen. Faire Warnung. Okay. Miliz Gottes mag ich sowieso nicht. Jo. Ein Soldat mit Ehre ist genau das, was wir gesucht haben. Willkommen. Dankeschön. Bereit, wenn ihr seid. Du hast eine Maschinenpistole. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und du hast das auf 9. Das ist auch ziemlich cool. Und du kannst sogar heilen. Schon für Waffen unnütz. Chirurg, okay. Der ist nicht schlecht. Aber ich bin eigentlich ganz gut mit meiner Truppe momentan. Erstmal ablegen. Hauptsache, wir haben dich schon mal mit drin. Hey, hörte euch neulich Macht über Funk an der Stelle von Mr. Menders gewöhnlichen Müll und entschied mich runterzukommen und beizutreten. Sehr schön. Ein kräftiger junger Mann in einem schwarzen T-Shirt und einer nietenbesetzten Lederweste. Er hat kurzes blondes Haar, grüne Augen und ein X mit Eyeliner auf seiner Stirn gemalt. Ich habe die Fertigkeiten und bin bereit zu töten. Du weißt, dass es bei diesem Job mehr geht als zu töten, oder? Für euch Typen vielleicht. Aber deswegen bin ich ja hier. Ich mag es zu töten. Das macht mir Spaß. Der mag es zu töten. Du hast unsere Rekrutierungsnachricht gehört. Ja, eigentlich will ich so einen Kerl nicht haben, ne? Klasse, wir brauchen jede schlagkräftige Kirche, du bist engagiert. Was sind das denn für Fertigkeiten? Schwere Waffen klingen richtig hart, zuschlagen und falls ihr jemanden zu Tode erschrecken wollt, ich habe ein kochendes Blut des dunklen Gottes in meinen Adern. Also wäre das auch schon sichergestellt. Also kümmerst du dich nicht um unsere Mission? Alles, was ich will, ist mit meiner Waffe zur Sache zu kommen. Ihr braucht einen Typ für mich. Falls nicht, gehe ich zurück zu meiner Mom. Ich meine, mein Mob. Und erledige mein Töten hier. Mhm. Wie war das noch gleich? Dunkler Gott? Der dunkle Lord. Ihr wisst schon, Satan. Ich habe alles über ihn in einem Taschenbuch, das ich gefunden habe, gelesen. Dann habe ich eine Ziege geschlachtet und jetzt bin ich der allerböseste Kerl in Los Angeles Sümpfen. Er hat das gesagt. Wer ist er? Alter, hast du nicht gehört? Satan! Er schien mir im Traum und sagte zu mir, ich sei ultra geil. Sagst du gerade, du wirst zu deiner Mutter zurückkehren? Fick dich, Alter! Das habe ich nicht gesagt. Ich bin von der harten Sorte. Siehst du, ich verehre Satan. Tut mir leid, Ertan. Ich fürchte, wir sind noch nicht bereit für dich. Viel Glück da draußen. Ah, ihr Typen nervt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, mach ich mal hier einen Break und bring gerade mal ein paar Sachen zurück. Bis demnächst, euer Chojin.